Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, heute Runde Nummer 84 mit mir, dem Max. Und dem Christian. Garantiert nicht spoilerfrei, große Lust an steilen Thesen, jede Menge gefährliches Halbwissen ist auch heute wieder unser Motto, Christian. Das stimmt. Ich habe sogar diesmal ein Nichtwissen über den Film, den wir gleich gucken. Du Schweinebacke. Ja, ich habe das so gemacht, eigentlich hatte ich mir einen überlegt und dann habe ich gedacht, nee, Moment, wir haben jetzt angefangen mit dem verbotenen Film. Also wäre es doch eigentlich gut, einen von den Filmen aus dem Jahr 65 zu finden, aus der DEFA, der nicht verboten worden ist. Geile Sache, bin ich neugierig. Gut. Hast du das hinbekommen, ja? Habe ich einen dabei. Sehr schön, weil es soll ja, angeblich war das ja wirklich nicht mehr viel übrig von der Jahresproduktion. Ja, ist auch hochkarätig besetzt mit Manfred Krug unter anderem. Okay. Und ein Genre, was wir wahrscheinlich nicht so oft haben werden. Tja, liebe Zuhörer, ihr habt jetzt quasi die Lösung ja schon die ganze Zeit vor Augen. Ich bin immer noch gespannt und Manfred Krug, 65, ich kenne nur den Spur der Steine, der dann gleich mit verboten worden ist. Aber ja, und ich habe König Drosselbart dabei. Du, es gibt ganz viele Menschen in meinem familiären Umfeld, die wahnsinnig diese Märchenfilme feiern. Du gehörst nicht dazu. Also im Sinne von einfach nicht gesehen. Aus welchem Grund auch immer mir das. Vielleicht gucke ich den auch und denke, schon tausendmal gesehen, ne? Aber ja. Also ich habe sie aktiv nicht als Erwachsener nochmal geschaut und kann mich kaum erinnern. Also im Elstland, neulich kam er wieder zu Weihnachten, das Eiserne Herz mit Erwin Geschonek. So. Ja. Das ploppte dann nochmal auf, das habe ich viel gesehen, das mochte ich auch. Ich weiß auch, dass das so ein Film war, vor dem mich die Eltern immer so ein bisschen gewarnt haben, vorbereitet so. Ne? Das macht es besonders interessant. Quasi so auf dem Schulhof in der Grundschule. Ey, Alter, hat's auch kalt oder Eisen? Nee, stimmt, das kalte Herz. Ja, ich hab irgendwie. Ja, aber auf dem Schulhof war es das Eiserne. Ja. Das ist egal. Nee, und nee. Insofern bin ich da also total neugierig und finde es gerade. Wer ist der Regisseur? Der heißt Kurt Beck. Walter Beck. Kurt Beck, okay. Ja, Walter Beck. Ich persönlich, das habe ich so noch gar nicht formuliert, aber ich habe ein bisschen Lust, mich noch ein bisschen mehr schon vorher vorzubereiten, dass ich so ein Pi mal Daumen-Gefühl für die Leute habe, die uns da gleich auf der Leinwand und hinter der Kamera standen. Gut, in dem Fall bin ich jetzt relativ ahnungslos und frage mich, was Manfred Krug in dem Märchenfilm so macht. Das ist ja spannend, dass das so ein. Also, Spur der Steine ist mir sehr bekannt so und das ist ja so dieser aufmüpfige Typ und so. Und also wäre für mich wirklich auch ein perfektes Abziehbild einer rebellischen Jugend. Ich bin gerade gespannt, ob es vielleicht hochsubversives, ob es was zu entdecken gibt da. Ja. Also bei mir ist mit den Märchenfilmen, ich hatte jetzt auch so zur Weihnachtszeit eben MDR und allgemein die dritten Programme gehen ja dann gerne mal auf diese Schiene und aber gerade der MDR, der eben die ganzen DEFA-Filme immer wieder zeigt. Und dann habe ich aber zu Weihnachten die Ice Storm Blu-ray Märchenbox bekommen. Ah. Und ich habe da auch noch genügend Lücken und den Drosselbart habe ich tatsächlich jetzt schon einmal geschaut und bin jetzt auch auf die Zweitsichtung gespannt. Kannst du sagen, was noch da mit in der Box drin ist? Da ist drin drei Haselnüsse für Aschenbrödel, König Drosselbart, Frau Holle, der kleine Muck, das kalte Herz und noch drei. Okay. Also es sind insgesamt 8 Filme und es sind glaube ich auch die 8, die bisher als Blu-ray eben auch einzeln erschienen sind, als Box dann eben. Ja, war ein sehr gutes Geschenk. So zum Thema Halbwissen, also wenn man nur so auf die Jahreszahlen der Herstellung von den einzelnen Märchenfilmen guckt, gab es da so eine Phase, in denen die DEFA das gemacht hat? Die sind tatsächlich recht bunt gemischt. Ah hier, der Froschkönig ist noch dabei und der ist aus Mitte der 80er sogar, glaube ich erst. Aber es ist eben, also es geht von Anfang 50er bis eben, ja, bis 84, behaupte ich jetzt mal. Und der ist jetzt eben von 65. Ich gucke gerade so, ob es da noch ein bisschen Bonus-Material gibt. Ja, geilerweise ist da der Trailer dabei und den gucken wir uns hinterher aber an. Okay. Damit wir auch so nicht. So ein Trailer wieder, ja. Ist der neu geschnittener oder? Nee, es ist tatsächlich einer in Richtung Die Festung, falls du dich entsinnen kannst. So mit, ich spreche dich mal direkt an, hallo Zuschauer. Also ein bisschen, war völlig überrascht, weil die anderen Filme waren eher mit so allgemeinen Märchenfilm-Trailer und so. Aber der ist eben direkt tatsächlich anscheinend der originale Kino-Trailer von damals. Ja, wie? Durch ein kleines Wunder, ich weiß gar nicht warum, fällt mir genau ein, es ist Folge 16, WA016 ist Die Festung, da solltet ihr mal reinhören. Ich glaube, das liegt an bestimmten besonders beeindruckenden Filmen, wenn ich mir die Nummer merken kann. Ich werde das demnächst mal testen, ob das so ist. Du sag mal, Max, wir halten uns ja heute fluffig ran, weil wir wollen heute noch ins Kino gehen. Ja, eine Runde deutscher Filme steht an. Ich habe mir nämlich heute angehört, die Second Unit Ausgabe unter secondunit-podcast.de könnt ihr da auch reinhören, zu Der Bunker.
Da ist der Christian von Second Unit und der hat sich vor das Mikrofon oder vor den Skype-Bildschirm geholt den Patrick vom Bahnhofskino und den Jan von der Cinecouch. Und die haben sich über dieses kleine Filmchen ausgetauscht und waren durchaus angetan. Und nun ist es ja so, der hatte jetzt am 21. Januar offiziell seinen Kinostart, ist da, glaube ich, jetzt in 5 oder 6 Kinos. Also in Berlin sind es 3 oder 4, dann immer in Köln und wir eben hier in Rostock, weil ich gesagt habe, den können wir doch spielen. Und hatte halt das Glück, dass da so eine kleine Programmlücke noch war zu dem Zeitpunkt. Ja. Und ja. Und ich finde es übrigens gerade total geil, weil ich komme jetzt gerade zu später Stunde erst von der Arbeit zurück und ich kann damit total viel anfangen, so mit 21.15 Uhr oder 22 Uhr Vorstellung auch in der Woche. Also für mich eigentlich perfekt. und jetzt hat sich, ja, du hast ihn einfach so oft ist das sonst im Kino gar nicht, dass in der Woche so spät noch was kommt, ne? Also die Schiene ist ganz normal. Doch, die 21 Uhr. Das ist die 21 Uhr Schiene. Aber das ist eben der. Ich hatte ihn eher so für diese Spätrunden Freitag, Samstag in der Frieda gedacht, aber kommt jetzt eben einfach mal 7 Tage am Stück über zur 21 Uhr Schiene. Und ja, und ich hatte halt diese Befürchtung, ja toll, dass ich den reingeholt habe und jetzt irgendwie habe ich eigentlich Zeit dafür, ich muss ja selbst arbeiten. Deswegen trifft es jetzt ganz gut, wenn wir hier das gut einpacken, unser Paket nachher und dann aufbrechen, damit ich den dann auch gesehen habe. Ja, und ich bin auch durchaus gespannt, weil ich eben ja versuchen will, eigentlich dieses Jahr viel deutschen Film auch mitzunehmen im Kino. Und wer das noch nicht so richtig mitgeschnitten hat, liebe Leute, ihr werdet das auch in diesem Podcast sehr umfangreich tun, denn wir haben uns da so einiges vorgenommen aus der deutschen Kinogeschichte. Achso, und zu dem Podcast noch kurz. Da haben die sich noch kurz dann wieder so unterhalten, Thema deutsche Genre, Kino und erfolgreich oder was kann man denn machen? Und nun haben wir ja jetzt in dieser Woche steht ein deutscher Film an der Spitze der Kinocharts. Ein Fantasy-Film. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ich bin völlig ahnungslos. Detlef Buck hat 450.000 Zuschauer ungefähr ins Kino gezogen mit Bibi und Tina 3. Er ist vor Revenant und vor Star Wars und ich weiß gar nicht, ob noch was anderes gestartet ist. Auf jeden Fall, ist das ja eigentlich eher nicht so jetzt das, was wir wahrscheinlich als Genrefilm als erstes erwarten. Aber ich finde, ein Kinderfilm ist total Genrefilm. Also. auf jeden Fall war dann eben so dieses, ja, ob denn das Publikum die Filme einfach nicht will und es ist eben immer nur Schweiger und ein Barek und Filmförderung hier und da. Und ich habe mir dann so gedacht, oder Jan hat dann zum Beispiel auch erzählt, ja, was man eben machen kann, ist so drüber reden und das ins Gespräch bringen, so eine Filme, damit die Leute dann eben, ach so, kann man vielleicht doch mal gehen, ob es nur Victoria ist oder eben, ob man die Filme dann hinterher mag oder nicht, aber dass man überhaupt erstmal guckt. Und ich denke mir dann halt so, ja, meine Perspektive ist, können wir den Film nicht spielen und dann läuft er im Idealfall im Programm und das ist eigentlich das Beste, was passieren kann natürlich. Und wir haben jetzt, oder jetzt offiziell hatte er schon seinen Start, aber wir bringen ihn im Februar Die dunkle Seite des Mondes mit Moritz Bleibtreu und Jürgen Prochnow. Bin ich auch gespannt, hoffe, den kriege ich auch irgendwie unter, dass ich da mal reingucken kann. Ja, also aus Sicht des Kinos kann ich sozusagen nur sagen, naja, das Beste ist natürlich, wenn wir den irgendwie im Programm haben, so einen Film. Wenn er nicht läuft, dann kann ihn sowieso keiner sehen. Ja, und ich wünsche euch da maximal Publikum, dass es euch noch viel leichter fällt, das zu machen, weil eigentlich... Also zum Beispiel den Trailer zu dem Bunker war ich sofort, okay, geil, will ich sehen. Also das war, also klar, der provoziert auch ohne Ende, aber ist okay. Also das nehme ich, also ganz ehrlich, es gibt etwas in mir, das so ein bisschen innerlich vor Langeweile halbtot zusammenfällt, wenn irgendwie Mann, Frau irgendwie auf dem Sofa irgendwie so gehobener Mittelstand, weißt du, und ich kann mich nicht mehr angucken. Also, ich übertreibe das jetzt gerade. Aber es gibt schon etwas, wo ich so denke, reize mich, sei relevant, liebes deutsches Kino, du kannst mir auch mal ins Gesicht hauen. So. Mhm. Ich brauche nicht immer nur so von ganz hinten, ganz vorsichtig und so zart gestreichelt. Ich bin persönlich ja sogar ein Fan von den Filmen von Christian Petzold. So. Und gleichzeitig macht mir das immer Sorge, wenn ich so manchmal so quer gucke, wenn jetzt vor kurzem war das Max Ophüls Festival, größtes deutsches Nachwuchsfilmfest, wo man gut sehen kann, was da so an, was die Studenten gerade so an Filmsachen, an Filmstoffen, was sie so treiben. Der Nachtmahr, bin ich sehr gespannt. Bekommen, das, aber der da fällt passiert. Halt total, also naja, genau, der fällt halt total raus. Der Typ ist schon irgendwie Anfang 50 oder so. Der Nachbar wirkt ja, das ist ja der Schlag ins Gesicht, den ich mir wünsche vom deutschen Kino. Mhm. Aber guck dir mal an, was da noch für Filme waren. Ne? Also, und dann geht es leider in eine Richtung, die mir eher Sorge macht. So. Das ist jetzt super schön vereinfacht. Bitte protestiert, weil ihr was anderes gehört habt. Nichtsdestotrotz,
Ja, her mit dem Genre-Kino. Es ist ja da, die Ideen sind da. Die einzige Katastrophe ist, dass das deutsche Kino vor allem davon lebt, dass es gefördert wird von Fördergremien. Und Fördergremien sind aus irgendeinem Grund total bekloppt, wenn es um Genre geht. Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass schon die Filmemacher die Schere im Kopf haben und gar nicht erst auf die Idee kommen, man könnte das einreichen. Mhm. Also eigentlich ist es paradox, weil... Ja. Ich meine, David Cronenberg hat in den 70ern natürlich auch das kanadische Filmfördersystem total durcheinander gebracht, weil er da seine wilden Körpertheorien. Ja, genau. Den Body-Horror auf die Leinwand gezaubert hat und die Leute das gar nicht fassen konnten. Aber bitte, naja. Ja. So, könnte man noch weiter abschweifen. Ja. Aber wir können noch kurz beim aktuellen Kino bleiben, ja, bevor wir wieder durch die Geschichte schreifen. Ich habe jetzt auch den Revenant gesehen gehabt. Ja, das kann man mal kurz anreißen. Ich finde übrigens Body-Horror oder Körperkino, da ist der Bogen da. Ja. Also ich finde, es ist ein Film, der auf so einer großen Leinwand, das wirkt schon richtig schön ordentlich. Der hat tolle Bilder und er holt für diese simple Geschichte, also ein Mann auf Rachefeldzug, holt er schon ordentlich was raus. Ja, ich bin übrigens noch, der ist noch nicht ganz verdaut so. Ne? Mhm. Da war wortwörtlich so viel rohes Fleisch, dass man sich da reingezogen hat. Das habe ich noch nicht ganz runtergekriegt. Ich finde, das ist ein hochgradig interessanter Film. Muss man wirklich unbedingt sehen und im Kino sehen. So. Das ist wirklich unbenommen so. Das Besondere an diesem Film ist, dass da was aufeinander trifft mit Inarito, Mr. Babel, Mr. 21 Gramm. Birdman. Birdman habe ich ja irgendwie auch ganz gut schon wieder verdrängt. So. Aber Birdman, das Echo von Birdman wäre für mich ja ein hohles, grandioses Wenig. Ich habe das Wort nichts verkniffen. So, und das durchatmet Revenant auch, aber das gleichzeitig, also während es also diese Inarito-Existenzfragen, ja, die großen Existenzfragen, riesengroß aufgeblasen. Und dann kommt auch noch Emanuel Lubezki, der Kameramann von Filmen wie The Tree of Life oder The New World, also den großen, aktuelleren philosophischen Werken von Terrence Malick. Plötzlich habe ich so eine ganz komische Verquickung. Also ich meine, Terrence Malick interessiert sich auch so für die großen Fragen der Menschheit, ne? Aber bei Terrence Malick ist es immer hübsch irgendwie, so hübsch verklärt. Und bei Inarito ist es immer tendenziell ganz schön schmutzig. Gerade wenn man so Amores Perros, auch so die etwas früheren Filme von ihm kennt, ist das so. Und das kommt jetzt zusammen. Ja? Also diese unfassbar wunderschöne Landschaften, es geht gar nicht, wo die da immer hingereist sind, ja. Und das wird verbunden mit diesem unglaublichen, blutigen, brutalen Schmutz, den sich die Natur einfach so halt hat. Und denen sich Menschen immer so gnadenlos antun. So, ne? Und das macht es wirklich zu einer krassen Erfahrung. Aber das Ding ist, ich gucke das halt und du sagst es ja, der Film sitzt auf einer ziemlich einfachen Schiene, was den Plot angeht. Jo. Und dir fährt er halt so gnadenlos durch. Das Einzige, was ich dann halt habe, ist eben so dieses, wo ich das Gefühl habe, was hat der Film so für sein Thema? Und das Thema könnte eben sein, was ist vielleicht Schicksal oder bestimmt jemand über unser Leben? Oder nämlich habe ich das eben selbst in der Hand? Hm. Oder ist es eben der Gott, der das entscheidet? Denn das war dann, also ich hatte schon während des Films überlegt, was könnte denn jetzt so der Schlusskniff noch werden? Und dann, es steuert schon irgendwie so auf dieses, das ist mit Gott und so und Rache und nicht und doch und ja und nee. Also für mich war es jetzt, wer jetzt hier denkt, es ist spoilerfrei, nein, für mich war es jetzt keine Überraschung, dass Leonardo DiCaprio nicht stirbt. Mhm. Ne? Also auch am Ende des Films noch lebt. Gibt es nicht sogar ein Foreshadowing? Sind das nur Rückblenden ganz zu Beginn oder gibt es da nicht sogar schon ein Foreshadowing von? Jedenfalls, der Film schafft es schon eigentlich von ab der ersten Minute mir ein Gefühl zu geben von, wir erzählen, wie dieser Mann es geschafft hat, das zu überleben. Ja. So. Und interessanterweise überlebt er ja eins offenbar nicht, nämlich die Engstirnigkeit. Der Fokus auf die Blutrache sorgt ja eigentlich für eine unfassbare Leere zum Schluss, die er dann an uns Zuschauer so einfach übergibt. Und das, also allein dafür, ich kam halt nicht umhin. Dieser Film hat in unserer Vorstellung eine beschissen vom Kino gesetzte Pause gehabt. Oh, ich bin da nicht wieder reingegangen. Du hattest keine Pause? Nö. Es ist auch ein Schwachsinn. Es ist offensichtlich nicht geplant gewesen. Ja. Eine Pause ist man schon gar nicht völlig willkürlich an der Stelle, wo die es gemacht haben. Da kam ich besonders schwer wieder rein, weil ich hatte halt viel Zeit da schon drüber nachzudenken, über diesen einfachen Plot, der so an der Stelle, der Plot ist halt durchschaubar, aber was nicht durchschaubar ist, ist mit welcher Wucht einem das sozusagen noch unter die Nase reiben wird. So. Mhm.
Und hattest du das Untertitelproblem? Oh, das war es auch bei dir. Also genau, die Untertitel waren technisch falsch zu groß. Die hätten kleiner. Also ich habe gelesen, dass der eben als 4K ausgeliefert wird. Und bei manchen 2K-Projektoren ist es wohl so, dass der das Bild zwar macht, aber die Untertitel in ihrer ursprünglichen Größe bleibt. Und das ist auch die E-Mail, auf die mir noch nicht geantwortet wurde. Weil du das Kino angeschrieben hast. Ja, ja, ich habe gesagt, ich habe gehört, das ist schon, also wenn man am Ende der zweiten Spielwoche das noch Problem hat, das ist komisisch, weil ich gelesen habe, schon innerhalb der ersten Woche wären entsprechende Files rausgegangen. Aber, ne. Du wirklich, heutzutage reißen die Filme nicht mehr und es gibt kein komisches Korn, das nicht, also das auf Körnigkeit da ist, wo es nie hätte sein sollen. Aber stattdessen so eine verkackte Untertitel, die wirklich hässlich waren, also weil viel zu groß skaliert, waren teilweise abgeschnitten. Das war irritierend. Ja. Freundlich auszudrücken. Ja, Revenant kann man sich trotzdem im Kino angucken. Vielleicht habt ihr dann auch ordentliche Untertitel. Ja, selbst mit diesen Untertiteln überlebt man es noch. So ist nicht, weil die Bilder trotz allem eben richtig wuchtig sind. Also kann man nicht anders sagen. Und jetzt kehren wir zurück zu unserem eigentlichen Thema. Gedrosselbart. Du, gibt's da noch im Vorfeld ein nicht verbotener Film von 1965? Ja. Märchenstunde. Kennst du das Märchen? Oder würdest du sagen, du kennst das Märchen? Nein. Also, da bin ich schlecht. Also, hast du eine Ausgabe von Grimms Märchen bei dir hier rumstehen? Oder kennst du auch hier das mit denen von, wie heißt der? Klemke? Timbelim? Ich steige hier mal rauf. Ja. Also aber ich lasse es lieber. Die, konsolidierte Sammlung meiner Freundin mir, das ist schwer. Nee, genau. Also, ja. Gut, dann König Drosselbart ist so ziemlich die Prinzessin, die halt keinen als Mann nimmt, weil sie sozusagen zu eitel ist und dann wird sie quasi irgendwie entführt. In gewisser Weise. Aber nein. Wir gucken den Film und dann machen wir es nochmal mit der Inhaltsangabe. Alles klar. Gut, bis gleich. Film ab. Du. Karin Ugowski. Karin Ugowski, das hat jetzt gerade ganz schön gesessen. Dass Manfred Krug ein ziemlich begnadeter Schauspieler ist, das ist mir zwischendurch schon mal aufgefallen. Aber die Karin Ugowski habe ich heute zum ersten Mal gesehen und das war jetzt gerade ganz schön faszinierend. Fand ich auch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich war vor allem auch noch angetan von, oder überrascht, oder weiß ich nicht, also fasziniert von Manfred Krugs Stimme, von seiner Intensität. Also es war so ein, aha, okay, jetzt glaube ich, weiß ich, warum er vielleicht so ein Star geworden ist, woran das so mit liegen könnte. Also ich bin aufgewachsen, glaube ich, eher so mit vereinzelten Folgen von Liebling Kreuzberg. Diesen Effekt hatte ich auch zunächst so. Für mich war das halt so ein etwas älterer, dicker Typ, den halt nur meine Eltern oder auch eher die Großeltern lustig fanden. So. Das hat sich mir auch nicht erschlossen, aber als ich dann in der Jugend irgendwann tatsächlich Schwur der Steine war so ein das war der erste Film, bei dem ich dachte, hallo, DDR-Kino, DEFA, Manfred. Also plötzlich wurden mir ganz viele Dinge klar so. Also und haben Lust gemacht. Aber um ehrlich zu sein, spannend, dass das sich auch auf so einen Märchenfilm überträgt. Ja. Also ich mache jetzt nochmal ganz kurz. Also die Inhaltsangabe von König Drosselbart ist, dass Karin Ugowski ist die Prinzessin, die hochmütig ist und jeden Prinz und König, der sie heiraten möchte, verspottet und ablehnt und den Vater natürlich dadurch bloßstellt und der dann sich hinreißen lässt und sagt, der erste Bettler, der hier vor unserer Tür auftaucht, den heiratest du und mit ihm musst du mitgehen. Und so kommt es dann auch. Ja, ich sitze hier voller größter Wertschätzung gegenüber diesem Film. Hast du in irgendeiner Form bewusst dich jetzt für den einen, du kanntest alle Filme schon in der Box? Nee, ich kenne längst nicht alle Filme in der Box. Okay. Das ist eben, der kleine Muck ist ja von Wolfgang Staudt auch noch. Das ist auch so ein, sehr gut, dass der dabei ist. Bin ich auch sehr gespannt. Jetzt bin ich ja total schief gewickelt. Aber den hat er ja in den Besten gedreht. Also der kleine Muck ist Steva. Ach, ist aber krass. Warum bin ich auf den Trichter noch nicht gekommen? Weil der ist famos, aber muss man sagen, ich mir beim besten, wenn ich vorstellen kann, dass der aus der TV kommt. Und der ist mit, glaube ich, Englisch, Spanisch und Italienisch oder Französisch als drüber gesprochen, gibt es also nicht in synchronisierten Varianten, sondern in fremdsprachigen Varianten, wo dann jemand drüber erzählt. Naja, aber wir bleiben bei König Drosselbart. Wolfgang Staudt triggert immer sofort. Ich weiß. Ja. Ich kenne aus der Box, kenne ich bisher den Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ist man irgendwann mal drüber gestolpert, ob man wollte oder nicht. Und ich bin mir jetzt mehr sicher, ob Rotkäppchen auch dabei war. Und
Den hatte ich dann während der Weihnachtszeit im MDR gesehen. Ja. Und da habe ich auch gedacht, ja, meine Güte, den muss ich mir auch nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Hier drehen die aber auch ordentlich durch. Weil der nicht nur rein auf dem Grimm-Märchen basiert, sondern auch noch auf einer, ich glaube, russischen oder Sowjet-Vorlage. Okay. Und da tauchen dann Figuren auf. Und ich dachte, okay, nein, diese Rotkäppchen-Variante kenne ich nicht. Ja. So, und König Drosselbart, den habe ich mir halt angeguckt gehabt und habe gedacht, ja, den muss ich Christian mal zeigen, mal gucken, was er so dazu meint. Also da bin ich sehr gespannt, so, weil, also für mich war, ich wusste nicht, ja, kann ich das jetzt eigentlich ernst nehmen oder ist das schon die ganze Zeit mit diesem Augenzwinkern auch sowohl der Filmemacher als auch der Filmschaffenden und der Geschichte an sich und oder ist es doch irgendwie noch ernst gemeint und diese ganze Kulisse, es ist alles im Studio gedreht. Ne? Also es ist nicht hier, selbst die Waldszene, die ist natürlich auch im Studio und wie ich das am Anfang noch gar nicht so bewusst wahrgenommen habe, ist mir es dann irgendwann im Laufe des Spiels im Schloss aufgefallen, in den ersten 20 Minuten dann und hat dann seinen für mich unfassbaren Höhepunkt erreicht, als es dann in diese abgebrochene Hütte geht und die durch diesen Türbalken gehen und ich denke, du kannst ja einfach neben vorbeigehen, da gibt doch gar keine Wände. Einerseits ist das eben lustig, aber andererseits auch, ja krass, es funktioniert trotzdem. Oder vielleicht auch gerade deswegen, weil das so konsequent ist. Also das ist so ein Punkt, der mich total fasziniert hat, die ganzen Studiobauten, die Kulissen und eben, ach, wir haben einfach grau und das ist egal. Die kann sich jeder mit seiner Fantasie noch den Rest dazu malen, theoretisch, die Wände oder so. Ja, wie hat das bei dir gewirkt, die Kulissen? Weißt du, andere Leute benutzen die Black Box, hier ist es die Grey Box, ja. Und als der Film zu Ende war, hatte ich mir so vorgenommen, ich muss das unbedingt mal diese beiden Welten betrachten. Das eine ist einfach die inhaltliche Ebene mit Spiel und Erzählform. Und dann gibt's einfach die Inszenierung, ne? Also mit welchen filmischen Mitteln da gearbeitet wird. Und Es reizt mich total, mich da total hineinzuwerfen. wir müssen uns aber beide gegenseitig daran erinnern, dass wir nochmal zum Inhalt zurückkommen. Wobei das natürlich ja was erzählt auch. Also wir haben für mich tatsächlich auch schon beim Wald ist es noch so ein bisschen ambivalent, aber auch der hat tatsächlich als das entfernteste Ende ist dann wieder diese graue Wand. Ja? die Innenszenen im Schloss sind ja eigentlich auch, wenn man, also gerade jetzt im Blu-ray-Format, so war das einfach sofort klar. Die Kulissen enden ja quasi auch immer im zur Hälfte dann. Ne? Also sie sind nie zu Ende gebaut, es geht nicht komplett in die Tiefe, sondern da ist halt sie sind alle letztlich nur angerissen. Ne? Also sozusagen schon etwas opulenter, als ich mir das jetzt so mit meinem Halbwissen vorstellen würde, was man sich unter der Brechtschen Bühne vorstellt, ja. Aber letztlich bleibt es in groben Zügen angerissen. Und das wird ja noch unterstützt, dadurch, dass der erstaunlicherweise für mich, der das gar nicht gewohnt ist, aus dieser Zeit und insbesondere bei den DEFA-Filmen, die ich bisher gesehen habe, dass immer alles nachsynchronisiert ist, ist der Film im Großen und Ganzen mit Originalton. Das hört man einfach, wie das da vor sich hin raschelt und wie sozusagen manchmal, wenn jemand weiter weg steht, man kriegt einfach mit, das ist der Originalton und der hallt halt auch ein bisschen, ne? Weil wir halt im Studio sind, in dieser großen grauen Halle. Das hat eine ganz, also ich finde den visuell, kann ich den sehr genießen, weil der, also die graue Box ja herrlich unterstreicht, wie ansonsten einen die Primärfarben so wirklich ins Gesicht schießen. Herrlichstem Orvo-Color. Ja, ja, also und hat letztlich eine ganz ähnliche Wirkung, wie es das Technicolor hat, das die in Hollywood benutzt haben ab den 40er Jahren, dass einfach bestimmte Farben besonders stark ins Auge springen. Und also es hat halt schon immer Rot, Blau und teilweise grün, das sind die Farben, die besonders attraktiv waren. Und die tauchen deswegen überall auch in den Sets auf und das springt ordentlich ins Auge. Also hat wirklich einen fantastischen Effekt, weil die Kamera quasi zurückgenommen, insofern, als dass sie sich nicht mit aufwendigen Bewegungen aufhält, sondern in schönen, komponierten, oft symmetrischen, statischen Einstellungen. Hat das oft wirklich was sehr Dreidimensionales. Ne? Manchmal arbeiten die auch bewusst damit, dass so die Figuren so an die Kamera herantreten. Mhm. Also ich bin sozusagen in so einer Bühnenwelt, aber
Das ist so artifiziell, so wird, könnte es die Bühne dann auch, also wenn es jetzt wirklich ein Bühnenspektakel ist, da wird es auch nicht ganz hinhauen, weil es gibt ja manchmal ganz tolle Nahaufnahmen auch, ja, wo dann die, auch die roten Lippenstifte sich vom Gesicht abheben. Ich finde es eigentlich interessant, dadurch, dass es so grau ist, die Umgebung, wird eigentlich die Farbe, ja, kommt die Farbe ja noch mehr zur Geltung. Ja. Ne? Das ist eigentlich, clevere Leute. Ja, und gleichzeitig gibt es dieser Sache, es gibt, das meine ich gar nicht, das klingt vielleicht sogar, ich meine ich gar nicht negativ, es gibt kein Geheimnis in diesem Film. Es gibt kein Geheimnis in diesem Film. Im Sinne von, also in den Bildern sind keine Geheimnisse versteckt. Also es gibt ganz viel zu entdecken, ne? Also nicht, dass man das missversteht. Aber das ist kein Film, in dem sozusagen durch ein intensives Licht- und Schattenspiel man sozusagen sich auf die Suche nach etwas begibt oder wo es irgendwie doppelten Boden gibt, sondern hier ist alles da. Es ist greifbar und es überträgt sich, finde ich, ja, oder das unterstreicht auch eins zu eins die dramaturgische Ebene. Es gibt einfach nichts an Überraschung. Alles passiert genau so, wie man es denkt, und wenn es zum Beispiel die Stelle gibt, in der sich alle Prinzen und Könige der Prinzessin vorstellen, dann passiert das halt nacheinander in immer der gleichen Form, mit kleinen Abwandlungen. Ne? Also ich finde das ganz unterhaltsam. Ich finde es nicht eine Sekunde langweilig, diesen Film. Und ich genieße die, also ich kann mich sehr gut auf diesen Rhythmus des Films einlassen. Ne? Also der wird halt auch sehr deutlich aufgeblättert und man kann sich so herrlich einfügen und dann mitfahren, und finde es auch echt erstaunlich, wie der Film das also gut halten kann. Ja? Ja. Und wenn dann halt irgendwie gesagt wird, ja jetzt so, sei vorsichtig, wenn du die Krüge auf dem Markt verkaufst, dann könnte ja jemand was kaputt machen, und wirklich zack, nächste Szene ist, wird kaputt gemacht. So, ne? Also es ist insofern quasi frei von Überraschung. Allerdings ich weiß auch nicht, ich finde, das ist das Einzige, woran ich überhaupt festmachen würde, dass der Film auch bewusst das ganz junge Publikum mit einbeziehen möchte. Ich sage auch ganz, ganz bewusst jetzt gerade nicht, das ist nur für ein junges Publikum, ne? Sondern, aber das ist so auf jeden Fall der Teil, der es sicherlich auch sehr leicht macht, auch als Fünfjähriger davor zu sitzen und immer alles im Blick zu behalten. Aber das ist so ein, also weil ansonsten gibt es das nicht. Also ich kann mich an ein einziges Kind mit Sprechrolle erinnern. Ansonsten ist das alles Erwachsene. Es sind auch durchaus sehr erwachsene Dinge, die da eine Rolle spielen. Also eigentlich ist es, also wenn ich es überlege, also so als Identifikationsfigur, na klar, okay, die Prinzessin, klar, da kann man sich vielleicht drauf einschießen, aber ja doch, okay, das ist schon, das, da kann man sich als Kind, glaube ich, ganz gut identifizieren mit diesem gegenüber den Eltern, dem Vater aufbegehren und nicht das machen wollen, was vorgesehen ist, familiär. Aber naja, ich meine, die ganze Zeit wird immer von den Freiern gesprochen, ne? Und irgendwie ist dieses ganze Konzept von, ja hier, das ist jetzt deine Auswahl, aber du musst auch eine von nehmen und du musst auch nett sein. Ich meine, die Leute, das sind alles Hampelmänner, ja. Du hast schon 67 abgelehnt vorher, und dann so, okay, ja, 67 anderen waren auch wahrscheinlich so eine Typen. Ja, sie würde immer weiter ablehnen, weil das, sie macht herrlich sichtbar, was für eine absurde Veranstaltung das ist. Sie gibt sich dem Malen hin, ne? Das einzig musisch kreative, produktive, und ist ansonsten ja quasi luxuriös verkümmert. Die Arme kann ja gar nichts dafür, wie sie dort in diesem goldenen Käfig verödet ist. Also, ja, ich will, also genau. Oder nie erblühen konnte. Ist ja, wenn man es jetzt mal noch zu schützt, ist ja so eine Art Generationenkonflikt. Also was du eben sagst, ne? Das Aufbegehren gegen den Vater, und dann eben auch vor allen Dingen, sie ist eben jung und so keck und frech und witzig, und das bricht ja eben gleich am Anfang natürlich durch, wenn Manfred Krug sie da, ihn da hilft mit dem kaputten Wagen. Und dann eben auch, wie sie sagt, ja, du hast eben auf den Schlachtfeldern deinen Ruhm erlangt, du einer Prinz hier, das interessiert mich aber nicht, das will ich nicht hören. Und eben diese ganzen Eigenheiten, und ist das, ich glaube, einer sagt, schickt sich das, oder sie verstößt gegen die nicht Regelungen. Normen, Konventionen. So, und eben das, genau das ist das, damit kann sie überhaupt nichts anfangen. Und ja, so wie, was ich dann eben auch bei und mit König Drosselbart ist dann natürlich diese Verbindung, weil der auch so der lockere Typ ist, oder eben er weiß um die ganzen Dinge, die verlangt werden, und kriegt das, glaube ich, auch hin, aber er ist eben nicht dieser Abgehobene, der einfach nur dann in diesem Elfenbeinturm liegt, sondern er weiß auch, wie das auf der Straße abgeht, sozusagen. was ich dann
natürlich in diesen ganzen handwerklichen Sachen deutlich macht, aber vor allen Dingen finde ich auch am Schluss, wenn er dann sagt, mach doch mal schneller den Hochzeitstanz, nicht sowas, wo man dann sozusagen einschläft. So immer die kleinen Sachen. Ja, und die Hauptdarsteller, finde ich, sind einfach wunderbar. Also auch diese ganzen kleinen Gesten, ne? wenn sie dann immer so kurz davor ist, ah ja, das macht gerade Spaß, wenn wir hier uns die Sprüche an den Kopf werfen. Nein, ich offene mal Wiedersehen, du komischer ja. Typ, wo auch immer du herkommst. Und das passiert ja, also passiert ja auch das eine Mal mit dem einen Prinzen, wenn sie ihm den Ball zuwirft hier und was du auf einen tollen Anzug. Und der ist ja auch noch so halbwegs auf ihrer Wellenlänge und dann geht's aber los, ja, du hast ja einen weißen Umhang. Er ist schwarz, nein, weiß. Ich bin ganz eurer Meinung. Und dann geht's eben schon wieder los so, ja, nö, dann ich. Puh. Also dieses, einerseits irgendwo möchte sie es vielleicht auch, aber ja, sie braucht da irgendwie noch so einen Gegenpunkt oder so. Also ja. Was ich ja finde, was auch im Spiel sich so ausdrückt, wenn schon die Bilder auch immer diese statischen Kompositionen sind, die mit diesen starken Farbklecksen arbeiten. Also wir haben quasi ein großes statisches Grau und da drin lebendige Farben, die mir fast ins Gesicht springen. So ist auch im Spiel, sind die so vom Körper, ne, sind die ja alle mal eher so in der Etikette verhaftet. Mhm. Aber sozusagen im Gesicht, da ist dann manchmal wirklich ganz großes Grimassentheater. So, ne? Aber ich finde das, ich bin so dankbar dafür, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was ich denke, wenn du sagst, ja, wir gucken jetzt König Drosselbart. Ich denke so, oh Gott, so ein Film. Also großartige Kinderfilme finde ich ganz, sprechen mich total an. Aber oft erlebe ich bei Kinderfilmen den Irrweg, dass man es besonders plakativ, clownesk, übertrieben. Also ja, also auch mit so einer Tendenz zum Brachialhumor irgendwie arbeitet. Und ich finde das ganz fantastisch, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also das, also die ganz, ganz wenigen Slapstick, also ich kann mich gerade nur an einen so einen typischen Slapstick-Gag mit dem Zucker, der da auf das Dessert. Der Erdbeere, ja. Aber selbst der, aber der sitzt ja dann ganz besonders gut. So. Also das finde ich sehr schön, dass das. Also als Gegenpunkt kann ich dann auch sehr gerne anbringen. Es gibt von der ARD gab es vor mittlerweile wahrscheinlich auch schon wieder 5 Jahren oder so eine Märchenreihe, eben die bekannten Grimms-Märchen als, ich weiß gar nicht, 40 bis 60 Minuten verfilmt. Und die, muss ich sagen, die fallen gerade gegen diese DFAF-Märchen total ab für mich. Also die sind, Ausstattung ist noch ziemlich okay. Die sind immer sehr naturrealistisch so, ne? Also immer viel so vor. Ja, so getan. Aber da, und dann kommen aber so Sprache, wo ich denke, nee, das würde ich meinem Kind jetzt nicht unbedingt zeigen wollen, wenn die so richtig einer hinschleudern, wo ich denke, ja, nee, also das soll so, das ist dann so gewollt modern irgendwie, glaube ich. Aber ja, ich finde, also das sind Sachen, wo ich denke, nö, dann möchte ich lieber hier diese Älteren nochmal gucken. Die haben da wesentlich mehr Charme und gerade was so eben Dialoge angeht, wenn dann auch so geflucht wird und so Sachen, wo ich denke, nee, das passt dann für mich nicht so. Oder wenn dann die Bürgermeisterin soll dann eben doof dargestellt werden, indem sie die Fremdwörter falsch ausspricht und solche Sachen. Und das aber auch, weißt du, meinst du, so ganz plakativ. Ja, ja. Ne? Also nicht so unterschwellig oder so, sondern immer, ja, und jetzt nochmal, damit es auch jeder versteht. Und oh. Ich meine, also es gibt hier natürlich auch durchaus sehr deutliche Stereotypen, aber ja. Im Detail darf man sich zum Beispiel total freuen über das, was beim Vater so passiert, weil quasi auf der Dialogebene ist das alles überschaubar. Aber ich sehe da schon einen Mann, wo die Frau abwesend ist. Genau, wir wissen nicht, wo die Königin ist. Wir sehen also einen überforderten Vater, der also quasi ein einziger Männerclub, ne? Diese ganzen Prinzen und Könige und die, bevor die Tochter überhaupt da ist, wird schon mal so ein bisschen gefeilscht und geguckt, ne? Wie man nachher so denn die Königreiche miteinander verquickt oder wie man das verbinden kann. Also alles ist eher so Politik, ne? Und also eigentlich darf man da nur funktionieren, aber diese Tochter, die hat glücklicherweise noch ihre Identität bewahrt und die will halt nicht funktionieren. Ja, und das ist ja, glaube ich, eine der ersten Zeilen, ne? Man müsste so schnell reiten wie der Wind, man müsste fliegen können eben, ne? Also dieses höher, schneller, weiter, ich will raus hier, ich bin nicht hier, um auf dem Fest noch die 10 Leute anzugucken, sondern nein, ich möchte malen, ich möchte die Welt von oben sehen sozusagen, ich möchte raus aus diesem Käfig. Ja. Und das ist dann für die auch ein sehr interessantes Bezugsstück zu Das Kaninchen bin ich, im Sinne von eine Frau geht ihren Weg oder sucht ihren Weg. Ja. Und je nachdem, wie viel man nun da reinlegen möchte, kann man ja nun sagen, naja, ist das nicht auch so ein bisschen leicht in Richtung hier, der Staat gibt dir vor, wie du zu sein hast und dem hast du zu folgen. Und hier wäre ja der Kniff, dass es am Ende
in gewisser Weise auch wieder das Positive ist, dadurch, dass diese Vorgabe ist, du musst dir den Mann suchen, ist dann auch das Happy End gegeben. Denn auch das ist ja dann doch ein Reicher. Ja, ja. Also ja, na, oder halt ein Reicher mit einem guten ein Arbeitergewissen, so, ne? Also letztlich das, was also ganz gut so als Vorbildschablone für den Sozialismus getaugt hat, ne? Also das war so ein. Also natürlich wollte man nicht einfach nur Leute, also die Reichtum des Reichtums wegen hatten, ne? Aber wenn die das quasi für Lebensfreude und Volksnähe nutzen konnten, dann war das natürlich angesehen. Also da bricht es, glaube ich, dann auch am deutlichsten durch, wenn er den Spielmann auf dem Marktplatz gibt hier, wenn er sagt, oh, arm und reich, beides ist schlecht. Und ja, ja, genau. Da haben wir auf jeden Fall die plakativen Momente, aber ich merke, dass das. Also, das trifft halt auf jeden Fall eine warme Stelle in meinem Herzen. Also, es trifft nicht den Zyniker in mir, der sagt so, oh ja, komm, jetzt haust du noch mit der Keule rum, sondern es trifft so eine warme Stelle, die auch, ne, also, ich spüre da schon auch den aufgesetzten Kitsch, aber okay, also ich auch dafür ist dann eben auch wieder irgendwo fürs Märchen. Fürs Gute, ne? Ja. Naja, das ist halt ein schmaler Grat. Also, ich könnte mich ja auch wegölen, weil Manfred Krug da irgendwie einen Song schmettert, aber der hat das schon den richtigen. Also gerade weil das eben keine, es sind halt nie Witzfiguren so, ne? Also man könnte ja auch gerade wegen dieser Schnurrbart oder Bartgeschichte könnte man ja, das wird nie, in so einer Hinsicht wird das nie ausgeschlachtet. Ja, vor allem, weil er auch ja dagegen hält, ne? Weil er sagt, na, gibt, es ist eben so, man macht sich halt jemand lustig, aber ich mit den Waffen kann ich auch umgehen. Und ich sag dir mal hier so und so, Fräulein. Und dann merkst du ja auch bei ihr dieses, was sie dann immer so toll macht, dieses Grinsen dann. Nein. Ich darf da jetzt nicht schwach werden, so ungefähr. Ja, um nochmal das mit dem Vater zu Ende zu bringen, der hat da so ganz schön zu tun, das zu jonglieren und muss sich letztlich, ergibt er sich dann einfach der, also er will einfach die politische Autorität behalten und seine Tochter hat einfach die ganzen anderen Prinzen und Könige beleidigt, also muss er da sehr hart durchgreifen oder mindestens, auch hier ist es eher wirklich eine politische Geste im wahrsten Wortsinn, also für mich in meiner Welt, wie ich Politik verstehe, da wird also erstmal so ein großes Wort gesprochen, ganz so gemeint hat der Vater das nicht, aber so kommt's denn, er kommt da halt auch nicht wieder raus. Und ich überlege gerade, ob man das, kann man das am Ende noch so ein bisschen in dem Gesicht des Vaters beobachten, bewertet der noch mal das Happy End, also wenn der König Drosselbart. Also ich muss ja sagen, dass er mir, auch wenn er eben so diesen Gedanken hat, ja, meine Tochter, die muss ich gut vermählen, ich finde, er wirkt trotzdem sehr, sehr sympathisch und sehr, sehr positiv väterlich. Also im Sinne von, ich will eigentlich nur das Beste für meine Tochter. Ne? Ja, und, ja, genau. Und es lebt in Konventionen und in einer Welt, in der man tatsächlich nicht sehr viel Gutes für seine Tochter tut, wenn man ihr diese Situation antut. Aber genau, das fällt ihm gar nicht, also das ist nichts. Er macht es nicht, er ist nicht absichtlich so, genau, er ist tief bewegt und während die anderen sich so quasi total freuen und also wirklich ein diebisches Vergnügen daran haben, dass jetzt also die Prinzessin mit dem Spieler davonziehen muss, ist das für ihn natürlich, also der hat halt auch seine Tochter dann in dem Moment verloren. Und aber kannst dich auch nicht erinnern, ne, ob das nochmal, also weil der sitzt ja mit an der Hochzeitstafel. Aber es gibt, weißt du, also er kommentiert es, glaube ich, auf jeden Fall nicht mehr, ne? Ja, ja, genau. Aber das ist auch okay, ne? Der Film, das zeichnet den ja wirklich auch aus, dass er sich extrem stark auf das Wesentliche konzentriert und das erreicht er eben durch diese formale, ich will immer gar nicht sagen Vereinfachung, aber. Als Zuspitzung vielleicht oder so ganz. Ja, manchmal ist es zugespitzt. Ja, und vor allem, also ich habe das Gefühl, wenn die Kamera also noch ein wenig länger bei dem Vater bleiben würde, könnte man das ganze Drama auch miterzählen. Es wäre alles angelegt, aber er tut es eben nicht. Der Fokus liegt eben woanders. Und, genau. So ganz, ich wollte gerade sagen, ist das eigentlich immer permanent bei der Hauptfigur? Nicht ganz. Es gibt ein paar Momente mit Manfred Krug, Meinst du, wo sie jetzt gar nicht in der Szene dabei ist? Ja, wo sie selber nicht aktiv dabei ist. Ja, auf jeden Fall, wenn er nach ihr sucht, Markt, dann da auf jeden Fall. Hm. Und wir haben auch, was jetzt so Subjektiven angeht, haben wir dann einmal, wenn er in der Küche ist und durch die Wendeltreppe schaut. Und war auch sehr, das ist dann wieder ein sehr interessanter, einfacher Kniff eigentlich so mit der Kamera. Ne? Wir gucken ihm in die Augen, er fängt an, seine Augen zusammenzukneifen. Das Bild wird unscharf und dann Schnitt und wird wieder scharf. Und das andere, was wir als Subjektive haben, ist ja dann einmal ihr Off-Text. Wenn sie in den Brunnen schaut, was mache ich denn jetzt? Wo, wir müssen mal kurz kapitulieren, wo stehen wir denn jetzt?
was welche Möglichkeiten haben wir denn, zurück zum Mann? Nee, das ist irgendwie zum Vater. Hier kommt gerade ein Hamburger Jung lang. Der hat doch vielleicht einen Job für mich. So tut sich dann eben nochmal ein neuer Weg auf. Aber das fand ich interessant in mehrerer Hinsicht. Zum einen ist sie da eben an einem Brunnen und wir haben wieder der Blick in das Spiegelbild durch das Wasser, das wir vorher schon hatten im Hause einmal, wo sie eben, das mache ich nicht mit, und das Spiegelbild eben zerschlägt sozusagen. Und jetzt aber dieses noch viel nachdenklichere, naja, irgendwie bin ich in dieser Situation, wie könnte ich denn da rauskommen? Wenn da, bei dem ersten Bild ist ja noch ist völlig ablehnen und nein und jetzt mach so, wie ich das möchte, und früher war das nicht so. Das eben, und vor allen Dingen, dadurch, dass dieser Off-Text kommt, also ihre Gedanken geäußert werden, ist bei mir diese Überlegung, wer ist eigentlich hier die Hauptfigur, oder also wo liegt eigentlich der Schwerpunkt, der Fokus des Films? So, ist da auch nochmal. Das ist übrigens doch mal ein schönes Beispiel dafür, dass es fängt so an, dass es wirkt dann eher unspektakulär und sehr einfach, oh je, jetzt kommt da Off-Kommentar und dazu das Spiegelbild. Also ich finde so, die Hauptfigur als Spiegelbild, dann auch noch gebrochen durch das sich bewegende Wasser und dann noch ein Off-Kommentar. Also das ist so, okay, das wäre jetzt echt so die 0815-Nummer so. Dann ist es jetzt wirklich bemerkenswert, wie lange dieses Bild steht oder wir diesem Bild zuschauen dürfen, wie das Wasserspiel das Spiegelbild immer wieder in Bewegung, Verzerrung bringt und die Gedanken, die mir ändern da so richtig so ein bisschen und vor allem führen die in so eine Richtung, wie zum Beispiel, ja, vielleicht kann ich ja schon wieder zum Vater zurück, vielleicht ist er ja gar nicht mehr so, vielleicht hat er mir schon verziehen, und weil eigentlich wäre das jetzt, also eigentlich ist es deswegen so, wäre das so 0815, wenn dann so eindeutig im Off quasi so die Figur sich ihrer eigenen Wendung zuwendet und auf die, ich muss es so machen, kommt. Aber das kommt sie gar nicht. Sie ist eher wirklich in so einer Fluchtfantasie, aus der sie dann einfach nur durch Zufall, durch die Begegnung mit dem Pilzsammler dann rausgerissen wird und dann was ganz anderes tut. Also darüber hatte sie noch gar nicht nachgedacht. Und das finde ich halt toll, dass der Film also da nicht drauf rein, also oder die Regie nicht darauf reinfällt, es so einfach zu machen, sondern ich darf dann schon, also Wendepunkte im Leben der Figur darf ich dann schon immer noch in der Handlung erleben und die werden mir nicht irgendwie schon vorher irgendwie so souffliert. So, das ist nur ein kleines Detail, das macht, finde ich, das sehr, sehr viel aus, weil ganz oft passiert genau das andere. Dann gucken die Leute sich im Spiegel an und sagen, ja, ich müsste jetzt einfach mal selber arbeiten oder so. Oder? Insofern macht mir das große Freude, weil ansonsten ist es ja natürlich, da ist wieder diese überschaubare Dramaturgie, das ist okay, also sie muss erst aus eigenem Willen heraus sich, also wirklich ganz selbstständig für sich sorgen können. Erst das macht sie sozusagen zu einer vollen Frau. Also, weil eigentlich ist es ja so, dass der König Drosselbart ja wirklich mal überprüft, will er eigentlich mit der zusammen sein, ne? Also, ja. Eigentlich ist sie diejenige. Also, während die ganzen anderen Prinzen und Könige dachten, sozusagen, die Prüfung läge bei ihnen, so ist dem König Drosselbart schon von Anfang an klar, nee, die muss sich erstmal erproben, ob sie. Prinzessin Kratzbürste. Ja. Und insofern ist das natürlich auch, also, das macht es ja fast schon. Ja, man könnte das auch ein bisschen betulich finden, ne, dass das so eine Bildungsgeschichte ist, ne? Also so hätte man sich das wahrscheinlich im Idealbild des Sozialismus auch immer gewünscht, ne? Dass so die jungen Wilden, die kommen dann so auf die Idee, dass man ja für sich selber sorgen muss und also, ne, also man muss ein Teil der Gesellschaft sein, muss sozusagen arbeiten und das Geld verdienen, damit man sich was zu essen kauft. Bescheidenheit ist dabei ganz wichtig, positives Miteinander und so. Also da werden ja schon so Werte auch beschworen, ja, im Laufe der Handlung. Ich stelle das jetzt einfach mal so fest, dass ich mich davon nicht unangenehm angefasst gefühlt habe. Ne? Weil manchmal gibt es das so, dass ich denke, so, oh, komm, tritt mir mal jetzt nicht so nah und sag mir jetzt mal, wie das mit dem Gutsein so funktioniert. Ich meine, wie gesagt, also das Direkteste, finde ich, ist da immer noch der Song, oder das Lied, das er dann da zum Besten gibt. Aber insgesamt, ja, ist jetzt nicht so das Schlimmste, was da so vielleicht so vorgeschlagen wird, an einigen Stellen. Ja, sag mal, kannst du mir. Ja, also ist dir dieses Formale schon auch bei anderen DEFA-Märchenfilmen begegnet? Diese Idee, es nicht naturrealistisch zu machen, sondern eben mit solchen
artifiziellen Stilisierung kann zu ich, arbeiten? Kann ich nicht so unbedingt behaupten, aber ja. weil ich auch die sind eher so zwei, drei vielleicht verschwommen im Gedächtnis als Kind, aber jetzt so konkret nochmal. Also beim Kalten Herz weiß ich, ist es eben nicht so. Und ich war, also während ich so geguckt habe, fiel mir so auf, ich habe ja vorhin behauptet, so im Familiären, da mögen viele die Defa-Märchenfilme, da dachte ich, na, möglicherweise habe ich mich ein wenig geirrt und eigentlich sind gemeint die tschechischen Märchenfilme, die, glaube ich, auch wahnsinnig populär waren. Oder eben die russischen auch. Also ich habe so Väterchen Frost ist noch so ein Ding. Und die in meiner Erinnerung auf jeden Fall, also die sicherlich teilweise auch in Studios spielen, aber die quasi, da platzten die Sets aus allen Nähten. Ja. Und das ist ja eigentlich das Tolle, dass das hier nicht passiert. Das wird sich wirklich in jeder Hinsicht immer auf das Wesentliche oder einfach der Blick wird enorm fokussiert und alles, was dazu nicht unmittelbar beiträgt, verschwindet. Also das heißt, wenn es da Wasser von einer Quelle ins Haus zu holen gibt, dann brauche ich weder die Quelle noch das Außen. Und klar, das hat, also eigentlich ist das auch der einzige Moment, bei dem sich der Film das so ein bisschen so ganz offensichtlich leistet, diese Begrenzung. Wenn Manfred Krug an diesem Türrahmen steht. So, ne? Das ist eigentlich das einzige Mal, dass das, also auch in anderen Momenten kommen die Leute ja quasi aus dem Nichts oder gehen ins Nichts, beziehungsweise also meistens auf Türen oder Vorhänge halt, wo es ein bisschen versteckt ist dadurch. Ja. Und an der Stelle ist es so ein wenig seltsam, weil man auch das Gefühl hat, schon einen halben Meter hinter dem Türrahmen kommt die graue Wand. Also das war echt so, da musste ich auch laut lachen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Was? Ernsthaft? Aber für mich hat das ja ein bisschen was so von der Qualität, zum Beispiel auch der frühen Pixar-Filme, die auch letztlich eine gewisse Reduktion hatten, weil einfach bestimmte Dinge formal, ich weiß gar nicht, zumindest hat man es einfach sich noch nicht angetan, nicht alle pelzigen Wesen hatten 3 Milliarden einzelne Haare und alles war ein wenig niedriger aufgelöst. Ich versuche das gerade positiv zu formulieren, weil ich zum Beispiel Toy Story ganz fantastisch finde, wie der aussieht, so, ne? Aber das passt nicht zu dem oft teilweise fotorealistischen Stil jetzt. Ja, aber zu diesen Puppen passt der eher ungelenke, doch durchaus ungelenke Stil. Ja, das genau. Und so ist das hier vielleicht bei diesen Märchenfilmen. Warum eigentlich ein Märchen, das in sich schon eine so starke Stilisierung, eine stilisierte Form der Erzählung ist, die ganz stark auf Stereotype aufsetzt und sie so zum Höhepunkt schraubt, warum sollte man dem mit Naturrealismus begegnen? Das ist eigentlich Quatsch, ne? Also ich fand das erstaunlich schlüssig und es gibt wirklich Momente, die haben eine, also da sitzen die Einstellungen so perfekt, wie man das von Kubrick oder Wes Anderson gewohnt ist, ne? Also auch gerade, was du die Lust an so monochromen Farbspielen, macht das Sinn? Also mit wenigen Farben, also dann ist es nicht. Ja, monochrom ist ja schwarz-weiß dann tatsächlich, ne? Ich dachte immer einfarbig, monochrom. Aber deswegen, ja. Nee, aber also ich würde nicht sagen, dass Naturrealismus dann Quatsch wäre. Man müsste nur halt eine ziemlich gute Idee haben oder eine Begründung, warum man das dann so macht. Und jetzt nochmal zu den Einstellungen zu. Also ich fand zum Beispiel, habe ich jetzt hier gedacht, wenn es dann darum geht, der Spielmann ist da, du musst jetzt deine Tochter den Spielmann geben, dann ist das so fast so westernartig, so Standoff. Da kommen die sieben, die glorreichen sieben sind hier die sieben, also märchenhaft eben, deswegen die sieben sowieso, Könige und Prinzen und gehen auf den anderen König zu und dann die Aufnahmen und die Postierung im Raum und die Prinzessin und die Blicke und die Kamera und die Musik mit nur ganz vereinzelten Tönen und immer wird immer stärker und jetzt, wie löst sich dieser Spannungsmoment? Und ja, du bekommst sie. Also er hat mich eben so an so eine Standoff-Situation erinnert, eben so, wer zieht jetzt, wann fällt der Schuss jetzt? Oh Gott, die Spannung legt sich immer weiter auf. Und die Spannung besteht hier eben darin, dass der König zu seinem etwas leichtfertig geäußerten Satz steht, dass sie mit dem ersten Bettler verheiratet wird. Ist ja auch interessant, dass der Film sich das keine Dinge, die besonders vergrößert noch werden, ne? Also die Hochzeit, ja klar, da wird also schon auch ein Fest draus, da gibt es eine Festtafel und da gibt es auch Tänzer, aber es bleibt doch in einem bescheidenen Rahmen so, ne? Also der ist auch so die Marktszenen, so, das gibt's. Also das funktioniert total gut und es gibt. Ich weiß gar nicht, ob das eine bewusste Entscheidung ist oder ob das andere Grenzen sind. Also ich finde, das sind keine Grenzen vom Film, aber ich merke das gerade so.
da war keine Versuchung da, irgendwelche Dinge spektakulärer zu machen. Die Dinge haben auch da wirklich so ihr zurückgenommenes Tempo. Also eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich so viel den Tänzern beim Hochzeitstanzproben zuschaue. Wir haben noch 5 Minuten, die müssen wir noch irgendwie füllen jetzt mit Filmen. Meinst du, gibt's das? Und dann habe ich aber gedacht, naja, jetzt hat er eben gesagt, sie sollen schneller tanzen und das dann vielleicht eben auch wieder so dieses, die unterschiedlichen Generationen so ein bisschen und jetzt könnte man Platz sagen, naja, halt noch so ein bisschen Pep reinbringen nochmal so zum Schluss und aber eben, naja, ne, auch, oder in diesen Traditionen kann man eben auch Neues einfließen lassen. Ne? Und wenn wir jetzt wieder diese Zeit betrachten, ist das vielleicht auch so ein bisschen das Reingeschmuggelte. Hm. Jetzt ist dieser frische Wind gerade da. Also ohne Verlust für die Geschichte könnte man mit Sicherheit 10 Minuten aus diesem Film entfernen. So, ich weiß aber gar nicht, also ich weiß gar nicht, warum ich mich nicht mehr gelangweilt habe. Ich habe dem irgendwie auch gern zugeschaut, ohne dass ich jetzt völlig umgehauen war. Aber also es so richtig verliert es wirklich über die 70 Minuten nie so einen Reiz, die bunten Farben auf grauem Studiogrund. Es ist eine in sich stimmige Welt. Ja, aber ich meine, so die letzten 10 Minuten senken sich ja wirklich rapide. So. Also wenn ich schon vorher das Gefühl hatte, wenig Überraschungen so, ist ja wirklich die letzten 10 Minuten alles klar. So. Also ich meine, ich finde das, es hat ja fast, eigentlich ist das doch ironisch, ne? Das, also wenn man denkt, okay, jetzt wird jetzt endlich die Braut verstehen, dass sie die Braut ist und dann ist das Aufregendste und wird wirklich inszeniert wie ein Thriller in Slow-Mo. Nämlich mit der runterfallenden Kaffeetasse, die in Zeitlupe zerspringt. Ja, so ähnlich, nur dass es dann quasi das Kleid ist, das an der Wendeltreppe hängen bleibt. Achso, nee, ich meinte jetzt, wo sie oben sind, wo er das sagt und sie lässt den Topf fallen. Achso, ja. Okay. Das ist ja noch so. Also passiert dann im Off, sehen wir nicht, wie es aufgesammelt wird. Ja gut, aber das ist ja noch wirklich so die Überraschung, aber dass sie, also der Moment, dass der Manfred Krug erstmal noch nach der Frau suchen muss. Finde ich übrigens auch wieder so dezent psychologische Sache interessant, dass sie diejenige ist, die auf der höheren Stufe steht, ne? Und dass er sagt, kannst du mir verzeihen? Und ist das überhaupt richtig? Muss er sich überhaupt entschuldigen? Ja, um nichts anderes geht's doch. Also, ich meine, ich finde, das klappt ja ganz gut. Die ganze Zeit ist ja das Problem, dass von oben herab über ihre Belange entschieden wird. Mhm. Und erst in dem Moment, wo sie auf Augenhöhe oder vielleicht sogar in dem Moment ein Stück erhöht, ernst genommen und respektiert wird, ist sie überhaupt in der Lage zu sagen, ja, also da kann ich dann auch mitgehen. Weil die ganze Zeit hat sie sich ja quasi von Menschen umgeben oder die Leute, die um ihre Hand anhalten, die suchen nur in irgendeiner Form ein Besitztum. Also mal mehr, mal weniger sympathisch, aber letztlich total richtig von ihr, da ist überhaupt nichts zu holen. Ich muss noch mal kurz auch darauf zurückkommen, das ist so ein interessantes Machtvakuum auch so, dass es keine Frau, also dass keine Königin da ist, überhaupt die fehlende Mutter und also ich überlege gerade, wie ist denn das? Also der König hätte doch, also hat der nicht ein Interesse daran? Ja, der kann gar nichts anderes, als seine Tochter möglichst gut irgendwie unterzubringen, aber weil ich meine, im Sinne von, sie wäre doch aber auch die legitime Nachfolgerin. Wenn er verstirbt, dann wäre sie automatisch Königin von diesem Reich. Was es vielleicht auch für andere Prinzen besonders oder auch Könige, ja, okay, das spielt da, glaube ich, auch noch mit einer Rolle. Ich habe da gar kein Gefühl zu, weil es wird ja auch in diesem Film jetzt nicht weiter thematisiert, es ist einfach nur so da. Und eigentlich kommt mir das immer total unfassbar seltsam und absurd vor, das Theater, das die da immer aufführen, ne? Ja. Dieses miteinander. Also reiner Balztanz auf jeden Fall, ja, und auch in den Bewegungen. Ich meine, das ist wahrscheinlich dann auch eben so ein Punkt, ne, der Drosselbart, dass der sich eben sagt, ich habe zwar auch Ländereien und alles, ne, die Stadt gehört ihm, die Wiese, der Wald, aber darum, der macht da jetzt nicht draus, hier, deswegen sollst du mich nehmen, sondern du bist doch hier die Fräulein allerliebst und wir haben so nette Wortgefechte und wir sind so charakterlich, scheinen wir irgendwie einen Treffer gelandet zu haben. Das ist doch das, was zählt. Ne? Also. Das ist eine ganz schöne Szene. Die einzige, die so ganz klassisch mich auch an so einen an Märchenliteratur erinnert, die so diese Wiederholungen drin hat, wenn die dort lang gehen. Das ist auch, also das ist wirklich dann 1:1 aus dem Märchen, wenn sie eben wiederholt, ach, ich armes Ding, hätte ich doch den König Drosselbart. Ja. Jetzt überlege ich gerade, was soll das, was meint das? Also sie, klar, für sie ist das jetzt erstmal die Katastrophe mit dem armen Spieler, da kann sie sich gar nicht vorstellen, dass da irgendwas zu holen ist.
Und es sind aber auch eher, es sind jetzt nicht wahnsinnig spektakuläre Momente, an die sie geführt wird. Ne? Also die Wiese, was ist die Wiese? Wald, Wiese und die Stadt, also der Marktplatz, die Stadt. Also naja, das ist halt seine Ländereien, hat er hier riesig. Also er hat auch was, nur weil er komisch aussieht in ihren Augen, kann er ja trotzdem eben Besitz haben und so. Und so schlecht ist das ja vielleicht doch nicht im Vergleich zu dem Spielmann. Ja. Ich finde das auch, sind auch so ein paar oder einige kleine Gesten immer noch so drin, ne? Ganz am Anfang, wenn der Wagen verunfallt, dass sie da dem Kutscher die Hand verbindet, das Burgfräulein, nee, was ist denn die? Also ihre Aufpasserin, also wenn das der König wüsste so ungefähr, du kannst auch nicht dem Kutscher verarzten. Dann, wenn die Vorstellung der Prinzen ist hier, wenn sie da mit der Kugel rumspielt und dann der Vater einmal so von hinten das Zepter ihr an den Arm legt, halt doch mal still hier, Mensch, so ungefähr. Also nichts sagt, dann nur eben diese eine Geste. Oder auch eben hinten raus natürlich der Küchenjunge immer noch so ein bisschen Augenzwinkern und so reinbaut. Finde ich auch interessant. Also gerade vor allen Dingen, das ist eigentlich am Anfang mit dem Verarzten. Das ist mir, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht so bewusst gewesen. Macht aber eigentlich auch deutlich, dass sie eben nicht oder zeigt eben, dass sie natürlich auch eine menschliche Seite und nicht einfach nur schnippisch und spöttisch über andere denkt. Und es ist wirklich wahnsinnig wichtig für uns als Zuschauer, dieser Frau, also dass dieser Frau da auch so ein solch empathischer Moment abgerungen wird, weil die kann einem schon auch tierisch auf den Sack gehen und sehr unsympathisch rüberkommen. Also das ist, ich finde, dass der Film das echt super hinbekommt, dass das nie so sehr kippt, dass es für mich als Zuschauer dass ich als Zuschauer aussteige und denke, ach, die doofe Nuss. So, ne? Also, weil es gibt diese Momente, in denen man, das ist ja schon doll oder arrogant und unsympathisch. Ja. Aber weil es funktioniert halt, und das ist in der Schmalgrad, dass man glaubt, dass der Manfred Krug diese Frau gerne zu seiner Frau haben will und dass er sich all diese Mühen auf sich nimmt, weil er, also auf, das Interessante ist ja, er hat ja diese Momente auch erlebt, also wie sie dem Kutscher die Hand verbindet und so. Das heißt, eigentlich weiß er schon, was in ihr steckt und möchte nur sicherstellen, dass das nicht nur eine Einbildung von ihm war, sondern dass das wirklich da ist und dass das noch zur Geltung kommt. Jetzt finde ich übrigens, das habe ich so ein paar Mal gedacht, das hat eigentlich was ganz schön Väterliches, oder? Die ganze Zeit so, also dieser Teil, wo der Spieler sich, also gerade wenn es so darum geht, so die verschiedenen Berufe, die er ihr anbietet. Also das wirkt auf jeden Fall so, als hätte er eben mehr Erfahrung. Er wirkt auf jeden Fall in der Hinsicht erwachsener, weil er weiß sozusagen, der Lauf der Dinge, während sie eben das verwöhnte, verhätschelte Ding ist, was eben meint, wenn ich was möchte, dann sage ich das und dann bekomme ich das und so läuft das. Und ich muss nicht selber mich dreckig machen oder so. Also nicht mal unbedingt, dass das ihre eigene Schuld unbedingt ist, ne, dass sie es noch nicht weiß, aber... Beginnt da so eine Handlung zu wachsen, da würde mich mal so die Nicht-Märchen-Version interessieren, wo einfach natürlich, also weil das eher väterlicher ist, es dann auch weniger darum geht, dass sie zu seiner Frau wird, sondern eher, dass sie zur Frau, zur Erwachsenen wird und dann, wo also bei jemandem vielleicht auch also ein Partner findet und wie dann diese Vaterfigur damit umgeht und wie diese Vaterfigur mit dem anderen, dem leiblichen Vater, der das nicht so richtig hinbekommt mit der Vaterrolle, wie das nochmal so miteinander interagiert. Deswegen finde ich das so toll, dass der an dieser Tafel sitzt, der Vater ja direkt neben dem Manfred Krug. Und das ist schon so ein kleines bisschen auch, also eigentlich arbeitet der gerade so daran, die Welten so ein bisschen besser zu machen. Ne? Also durch so seine Formen des Regierens und des Interagierens mit den Menschen versucht das einfach ein bisschen besser zu machen und guckt halt, dass, wenn er gerade wieder dabei ist, so zu sein, wie er ist, dass möglichst viele ihm dabei zuschauen. Die sitzen ja an der Tafel auch wirklich all die anderen auch, ne? Die ganzen anderen. Da bin ich mir halt nicht ganz sicher. Also die habe ich auf jeden Fall nicht alle ausmachen können. Ja. Aber wahrscheinlich ein oder zwei, wenn sie noch einen Moment hingesetzt haben, ja. Ja, aber das ist so, wo ich so denke, also da gab es so, das ist ganz minimal, so, ach schade, dass es jetzt quasi die Märchenkonvention ist. Da würde mich das jetzt mal interessieren, wie die Geschichte sich an der Stelle weiterspinnen würde, weil wirklich ganz kurz, als sie dann so das, ach ja stimmt, ich könnte ja das Porzellan, habe keine Lust das zu machen, aber ich könnte es bemalen. So. Und das ist so der perfekte Vater-Tochter-Moment. Da finde ich es dann kurz komisch, zu wissen ja, dass das ja darauf hinausläuft, dass die beiden dann heiraten werden. So. Aber das finde ich ja erst so ein bisschen diese Szene, wo ich dann denke, aber das könnte sie jetzt auch ein bisschen stutzig werden, dass diese Bruchbude und ich meine, Körperflechten okay. So, dann hat er plötzlich noch hier so ein Spinnrad.
Und jetzt packt er hier noch die ganze Töpferausstattung aus und macht hier einen auf Ghost-Nachricht von Sam. Yeah, yeah. Und fängt da an zu töpfern. Moment, du hast kein Geld, aber du kannst hier jeden Job quasi so einmal antasten. Also, ich meine, das mit den Körperflechten fand ich ja einfach nur, aha, so hat man das eigentlich gemacht. Nie drüber nachgedacht. Wie ist das eigentlich mit den Flechten? Ja, aber es ist übrigens auch schön, dass da sind ja wirklich quasi so ein paar Entwicklungen in der Geschichte drin, dass die so herrlich einfach erzählt werden. Also, dass es da nicht komplizierter gemacht wird, als es sein müsste. Was ich weiß, dass das oft sehr schwer ist. Es ist oft leichter, es kompliziert zu erzählen, versehentlich, unbeabsichtigt, weil man wollte es einfach nur gut erzählen. Ja. Und das ist, ich habe Respekt davor, etwas mit so einer. Es wird einfach behauptet, ne? Genau. Ja, war hingestellt, ja. So, das hat er jetzt halt. Ist doch egal. Ja, ja, und also es gibt ja nie den Moment, dass man jetzt mit dem König irgendwie alleine wäre, wie der nochmal so überlegt, was er jetzt will. Oder und überhaupt, dass man, also der ist halt so, wie er ist, Punkt, ja. Ist vielleicht auch minimal dieses Zugeständnis oder das. Einerseits natürlich die Vorlage jetzt auch nicht so super tief da reingeht, in die Gedanken, Gefühlswelten der Figuren. Und das Gedanken, Gefühlswelten der Figuren und das sie da auch nicht das wird sie, also und dass das dann eben auch für Kinder eben nachvollziehbar bleibt und jetzt nicht zum großen Psychodrama ausgebaut wird, ist ja auch. Oder? Ja, nee, gar keine Frage. Also das ist auch aber es ist halt schön, dass der Film das nie als Entschuldigung benutzt, sondern er ist nur klar in seiner Haltung, wen er auch ansprechen möchte. Und braucht aber eben genau keinen, muss halt sich nicht in irgendeinem Quatsch ergehen. So, das ist wirklich heilsam, also oder wohltuend, heilsam nicht, aber wohltuend. Keine lustigen Tiere, die ständig Kram machen im Bild oder weißt du, ja. Und da wir jetzt Vaterfigur quasi schon durch hatten, die Marktfrau, Mutterfigur auch, oder? Ja, sehr, ne? Also der Versuch der Freundin oder das sozialistische Vorbild der. Ja, wobei, das ist ja schon ein bisschen Hauch Kapitalismus, weht er ja auch durch. Ne, so die Art des Anpreisens. Ja, aber es ist ja alles im Rahmen. Ja. Man will ja jetzt nicht den großen Reichtum, sondern möchte, dass die Leute satt werden, ne? Und ja, also das ist so ein Moment, wo ich total warm angesprochen bin von etwas, was sehr einfach und durchaus auch ein Stück weit belehrend ja eigentlich ist. Ne? Aber es ist super gespielt, ist toll besetzt. Macht also wirklich, es ist wirklich toll, wie diese Nebenfiguren immer eingeführt werden mit hier Birnen, Äpfel und ich habe sofort ein Bild und die ist ganz präsent und so darf sie dann auch zwei, drei Mal noch auftauchen und ja, also Ich merke gerade so mal, ich habe kurz gedacht so, es ist jetzt nicht ein bisschen trivial sozusagen, ja, aber nee, es ist eben nicht, weil es eben das nicht ist. Also es ist bemerkenswert, dass es so mit so einfachen Pinselstrichen so gut funktioniert und so gut rüberkommt. Das ist ja übrigens auch, als du vorhin meintest, so ne, hier Detlef Books neuer ist ein großer Hit und ist das überhaupt ein Genrefilm? Also für mich heißt der Genrefilm, also sich ganz klar einer Zielgruppe zuwenden, oder ich will es jetzt gar nicht so groß machen, jedenfalls, und darin aber quasi das Maximum rausholen. Und hallo, Kinder 1,5 Stunden an den Kinosessel zu fesseln, ist eine echte Herausforderung. Durchaus größer als das brave Arthouse-Publikum, das auch beim langsamsten und traurigsten Berliner Schule-Film brav sitzen bleibt. Die Kinder hätten dich da schon nach 10 Minuten angezählt. Und insofern habe ich da wahnsinnigen Respekt davor, da Geschichten überzeugend zu erzählen, ohne sich irgendwie aus der Affäre zu stehlen. Und ich habe den ersten Bibi und Tina gesehen und finde das gut. Also Detlef Books durchaus einer der talentierteren deutschen Regisseure. Ja, da ich das jetzt gerade die Marktfrau hatten, überlege ich gerade so, dass mal wieder das Thema Essen und Trinken in diesem Film ist hochgradig präsent, ob und wie dadurch vor allen Dingen immer neue Figuren eingeführt werden. Also das ist ja quasi die ganzen Prinzen und Könige, ungeduldig werden, oh ja, da müssen wir schnell tafeln. Hier, bring mal Wein ran und das Essen logischerweise. Kartenspiel noch als Geselligkeit, als Austausch untereinander da. Dann eben die Marktfrau, die Essen verkauft einfach deswegen und die dann eben auch sich erstmal Geld verdienen müssen, um was essen zu können. Und ja, wie kocht man eigentlich? Dann der Küchenjunge mit dem Korb voller Pilze. Ist auch wieder mit dem Essen drin. Ja.
Ja, mein und das, die Festtafel logischerweise am Ende des Hochzeitsfest. Ne? Ja, mein Subtext Alarmanzeigegerät schlägt gerade nicht aus. Ja, weiß auch nicht, ob wir es einfach nur mal so festgehalten haben. Oder völlig. Und überlege gerade, ob in diesem Film überhaupt Tiere vorkommen, außer dass sie eben zu Essen zubereitet worden sind, wie die Vögelchen am Anfang. Das Pferd. Stimmt, die Pferde. Ja, oh, ja. Ja, völlig richtig. Und die eine Gans lebt, glaube ich, auch noch da. Ja, ja, aber die Markt, hat ein klares wird. Ziel. Das ist Kochtopf. Ja. Die wirkt auch ganz gut sediert irgendwie schon. Ich habe gerade da oben in deinem Regal entdeckt, da ja. steht ein Video, aber ob das die Verfilmung ist, weißt du das aus dem Stand? Ja, das stimmt. Ja, das dürfte die sein, ja. Das dürfte die VHS-Version sein. Ja, der König der Roselbord. Ja, das war also quasi DEFA erlaubt. Ja, du weißt nichts über die Erfolgsgeschichten dieser Filme. Dieses Films nicht wirklich. Ja, das brauchst du gar nicht so gucken, ob hinten noch was draufsteht. Das ist ja vielleicht noch was zum Nachreichen in der nächsten Folge. Es ist auf jeden Fall ein toller Trailer. Also auf dieser Blu-ray ist ausnahmsweise sogar der Original-Trailer des Films enthalten, was bei den anderen nicht der Fall ist. Hatten wir es vorhin schon gesagt. Nee, ist irgendwo off-text. Du hast es angekündigt, dass da was ist, genau. Und der Trailer ist wieder ja, ne, so schön, auch so ungeniert. Einfach hier, so ist das. Ich bin übrigens Manfred Krug und erzähle euch jetzt mal was. Ja, aber ich finde in dieser eindeutigen und klaren Ansprache durchaus sympathisch. Und auf jeden Fall wirklich sehr viel gelungener als das, was ich manchmal, ich weiß gar nicht, wer da genau dahinter steckt, aber auf einigen Ice-Storm-Veröffentlichungen sind neue, moderne geschnittene bei Trailer. Bei Ice-Storm oder nicht mit Filmjuwelen jetzt durcheinander kommen? Das weiß. Könnte sein. Bei Filmjuwelen hatten wir das einmal. Aber ist ja auch gut, dann ziehe ich das an der Stelle zurück. Ich bin auf jeden Fall immer für zeitgenössische Trailer. Ich weiß, dass das bei einigen Filmen gar nicht so einfach ist, die überhaupt noch zu kriegen. Aber dann vielleicht lieber sein lassen, als sowas neu zu schneiden. Ich finde übrigens diese Äußerung, wenn immer jetzt, oder wenn ich es immer mal lese, so von wegen, ja, Trailer verraten ja immer alles und oh, so eine Unsitte der letzten Jahre, wo ich dann manchmal denke, naja, guckt euch ruhig mal Filmtrailer von früher an. Also da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass mir der Trailer irgendwas verheimlicht. Was ja. Also ich glaube, das ist schon immer irgendwie so, oder bei der Masse der Filme waren die Trailer schon immer sehr verräterisch. Müssen sie ja bis zu einem gewissen Grad auch sein. Und ich glaube, wir alle sind, also genau, das kommt, glaube ich, immer aus der Richtung, wo man die Erfahrung gemacht hat, einen interessanten Trailer gesehen zu haben und dann einen schlechten Film und dann das Gefühl zu haben, man hat im Trailer schon alles Gute gesehen. Also ich verkürze das jetzt so ein bisschen. Ich glaube, dass wenn ein Film wirklich gut und überzeugend ist, konnte selbst der Trailer, der alle Plot-Twists schon vorher verraten hat, das auch nicht kaputt machen. Es liegt dann wirklich daran, dass einfach an dem Film selbst dann irgendwas ein bisschen unbefriedigend ist. Also keine Ahnung, ich merke, dass ich wirklich, ich scheine so langsam wegzudriften von dem großen amerikanischen Populärkino. So. Also ich merke das manchmal auch, wenn ich so, ich habe früher wahnsinnig gerne, bin ich auf Trailer-Seiten gegangen, habe wirklich Stunden investiert ins Runterladen, ne, um in damals bestmöglicher Qualität. Heute kann ich quasi aus der Hüfte mit der Fernbedienung in Full-HD-Auflösung zig Trailer in Sekundenschnelle hier auf dem Bildschirm zaubern. Und es ist unglaublich, wie mich das manchmal anödet, weil ich das Gefühl habe, ich kann gar nicht mehr unterscheiden. Wenn es quasi irgendein, also die ganzen Konventionen scheinen, sind alle super gut, also alles ist immer ganz klar auf den Punkt und spektakulär, aber darin in sich kaum noch Individualität. Also, ja. Also weil es das ist, was mich anspricht. Also ich bin natürlich auch zu haben für der satte Sound und guter Schnitt und dann bin ich irgendwie gepackt, aber ich habe halt das so oft gesehen, dass es dann, wenn dann nichts dahinter ist, sich das sehr schnell für mich entlarvt und dann habe ich wirklich keine Freude dran. So, deswegen zieht mich das dann oft nicht an und dann bin ich wirklich, wirklich richtig froh, wenn ich im Kino sitzen kann und einen quasi mittelmäßiges Science-Fiction-Abenteuer gucke, aber mich das total glücklich macht. Und das, ne? Also Star Wars 7 dann einfach funktioniert. So. Nicht, dass das wirklich ein großartiger, guter Film ist, aber zur Abwechslung mal habe ich mich nicht peinlich berührt gefühlt von Figuren und so, sondern hat dann einfach mal gesessen und ich habe vor allem neue Gesichter gesehen. Es war ein Entdecken und Staunen.
Das ist eine so furchtbar kulturpessimistische Entwicklung nehmen hier mit diesem Podcast. Ich habe gerade mir vorgestellt, wie ich in 10 Jahren über das gegenwärtige Kino rede. Ja. Aber dann haben wir uns vielleicht auch schon so tief reingegraben in die Klassiker, dass wir eh nichts mehr mitbekommen. Ich glaube, es wird immer genug zu entdecken geben. Bestimmt. Neben den großen Marketing-Schwämmen. Mein nächster Satz wäre dann das vollständige Wegdriften. Wir beenden das Gespräch über König Drosselbart. Ich glaube, wir haben ihn soweit oben. Ja. Also ich würde nochmal sagen, die Schauspieler, also das hat mich auch total umgehauen, sowohl die Karin Ugowski, ja, den feuerroten Haaren hier und ihrem total überzeugenden Spiel und eben Manfred Krug, vor allem auch die Stimme von ihm, hat mich so, ich dachte, Mensch, ob das jetzt an der Tonabmischung hier nochmal liegt oder der wird schon irgendwie, also da, was ich meinte, dass dadurch ist mir so ein bisschen eine Ahnung gekommen, warum der wohl so ein ziemlicher Star geworden ist. Und ja auch wirklich auch als Musiker, also das kann man, also ja, da kann man relativ blind einfach mal so in die Kiste greifen, das ist eigentlich ziemlich. Also ich habe da auch schon immer wieder sehr positive Überraschungen erlebt, so mit der da mit seiner Combo aufspielt. Ja, also wenn jetzt vielleicht zum Erscheinungspunkt dieser Folge vielleicht nicht unbedingt der nächste Filmabend, aber wenn es dann wieder so weihnachtlich wird vielleicht, dann so eine Märchenstimmung. Ja, das ist lustig, ne? Warum ist das eigentlich verknüpft, Märchen und Weihnachten? Weißt du das? Nö, also jetzt würde ich sagen, ist es eben vor allem, weil das so fernsehtechnisch in die Ausstrahlung mit rein. Ja, yeah, total. Meistens. Also ich, ne, ist da ist, eine, yeah, aber oder wie gehäuft kommt die da drauf? Aber grundsätzlich, naja, vielleicht mit den 3 Haselnüssen, dass das so sich irgendwie als Weihnachtsding plötzlich mal etabliert hatte. Ja. Und günstiger Zeitpunkt. Ja. Nee. Naja, du, ich habe das noch gar nicht, also ich finde, der König Drosselbart ist völlig frei von jeder Jahreszeit, ja, so finde ich, also wenn man einem danach ist. Ja, ich bin halt immer, ich gehöre halt zu diesen Skeptikern, die denn, ich glaube, ab dem Tag, in dem ich in meiner Jugend denn erfahren habe, dass der Valentinstag eine Erfindung des Blumenhändler und Schokoladenfabrikateure. Also, ja, in dem Moment fing ich an, so zu realisieren, dass nur weil es irgendwie sehr viele zur gleichen Zeit machen, dass nichts Höheres sein muss, außer da kann man gut verkaufen und alle haben sich da irgendwie ganz gut drauf zu eingefunden. Und so ist mir das dann eigentlich suspekt, dass man quasi die ganzen Märchenfilme dort auf dieses Programm konzentriert. Mhm. Aber auch da muss ich schon wieder sagen, was weiß ich denn schon vom Fernsehprogramm und was man Samstagvormittag im öffentlichen Rechtlichen so gucken kann. So, ich wollte ja auch schon eigentlich in dem nächsten Satz schon in andere Sphären treten und versuchte einen Bogen zu schlagen zur demnächst anstehenden Berlinale. Mhm. Ein bisschen ist es noch hin, aber. Aber es rückt mit großen Schritten näher. Auf jeden Fall. Und es ist so, ich habe neulich wurde ich gefragt, so, und hier gehst du fest oder hin zum Festival? Ich so, ja, und ich gucke mir da die Retrospektive an, so. Und das war so, man sah so richtig Enttäuschung in dem Gesicht, so. Wie? Da laufen noch die ganzen neuen Filme und da und hier und der neue Cohen hat dann da und da und dann komme ich mir richtig so fast schon vor, als würde ich das jetzt madig reden, dass es da einen roten Teppich gibt und tausende Fans sich Autogramms holen. Also um ehrlich zu sein, wenn ich an diesem roten Teppich vorbeigehe, also mir ist das vor ein paar Jahren passiert, dann lief der Jeremy Irons lang. Da habe ich ja auch kurz mal geguckt, aha, aber ansonsten war, also schon in dem Moment, wo ich dann rantrete und ich dann so eintauche in diese Menge, merke ich, dass das für mich, das funktioniert irgendwie nicht so. Ne? Also irgendwas, also ich kann mich darauf, ich weiß auch nicht, mich zieht es dann halt eher zum Film. Oder es ist ja eigentlich so schade, dass alles, was an so spektakulären irgendwas mit Stars auf der Berlinale passiert, kannst du fast Gift drauf nehmen, dass du da als Normale überhaupt nicht in die Vorstellung reinkommst. Ne? Mhm. Weil selbst Presse hat dort ordentlich zu tun, um überhaupt dort Plätze zu kriegen. Ist halt alles, wenn du da nicht irgendwie gut auf Gästelisten verquickt bist, läuft da gar nichts. Und ansonsten ist es oft auch wirklich sehr chaotisch, da überhaupt denn so quasi sich sein Filmprogramm zusammenzustellen und dafür auch tatsächlich die Karten zu bekommen. Und deswegen genieße ich total, die Retrospektive ist auch immer ausverkauft, aber immer so, dass man noch zu humanen Zeiten an den Ticketschalter gehen kann und sich das Ticket holt. So, ne? Und dann weiß man einfach nur, dass man früh genug davor steht, dass man sich noch einen guten Platz sichert, so, weil es gibt keine Platzkarten. Ach so, das freie Platz war dann auch? Ja, ja. Mhm. Das ist tatsächlich dann immer so. Ja. Gut. Ja, verständlich dann. Ja, ach, aber du, da ist, ich bin da auch mittlerweile sehr leidensfähig und
kann aus den irrsinnigsten Perspektiven und von unten nach oben. Also ich sitze ja sehr gerne eigentlich am Rand, so, also relativ weit oben, aber dann eher so am Rand. Ich bin einer, der nicht so in dieser Menge sitzen will. Ja. Und das hat dann immer so auch trotz der Menge dann irgendwie das Private noch so ein bisschen. Also ich teile das eigentlich und es liegt auch daran, dass er oft in wahnsinnig großen Sälen. Gerade bei der Berlinale, sonst ja auch bei Festivals, so nimmt man natürlich selten die ganz kleinen Säle, sondern eher die großen. Und wenn die dann gerappelt voll sind, dann das ist das schon manchmal ein bisschen unangenehm. Aber ist dann auch schon manchmal ganz schön intensiv. Das Tolle ist ja, dass die Retrospektive überwiegend, also schon auch verteilt auf einige andere Säle, aber man kann, wenn man will, also alle Filme laufen immer zwei, dreimal im Laufe der zwei Wochen. Und man kann aber quasi fast alles in einem Kino gucken. Und das ist halt schon auch seit Jahren, seit ich da regelmäßig hingehe, seit ich vor ein paar Jahren die Ingmar Bergmann-Reihe mir dort gegeben habe, ist das dann immer der gleiche Saal? Ist das kein besonders toller Saal? Ist ein großer, aber es ist halt ein Saal, der auch 35 Meter zeigen kann und wo halt immer wieder die gleichen Leute drin sind. Es ist halt irgendwann so eine verschworene kleine Clique. Das können wir gut vorstellen. Weißt du auch schon, in bestimmten Ecken sitzen sowieso immer die gleichen Leute. Die eine Lache erkennst du dann auch immer schon wieder. Und manchmal, wenn man so wie noch schnell so schafft, einen Kaffee oder irgendwie noch was zu essen sich zu greifen, begegnet man dann so. Also man hat dann so irgendwie so eingeschliffene Routen so zwischen Toilette, Café und Kinosaal. Das genieße ich immer total. Und dieses Jahr halt Deutschland 1966 Ost-West. Das wird aufregend. Ich habe festgestellt, dass wohl das Kaninchen bin ich gar nicht dort läuft. Dafür laufen dort ein paar andere Sachen. Sofort abtragen. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich diese Entdeckung, die für uns ist wahrscheinlich für manche anderen Cineasten jetzt noch gar nicht so neu. Aber es gibt dort ein paar Filme, die dort gezeigt werden, die bislang noch gar nicht gezeigt werden konnten, weil sie halt noch während der Fertigstellungsphase verboten worden sind und dann teilweise jetzt erst zu Ende gebracht worden sind. Ja. Jo. Also, das erwartet euch. Noch viel mehr deutsches Kino, noch mehr DEFA, noch viele andere tolle Sachen. Ich habe schon gesehen, da Max, was du dir Tolles so vorgenommen hast. Ich habe schon nur ganz zaghaft angefangen. Ich habe auch einfach nur in den Blauen Tunz erstmal reingefallen. Ja, das ist auch die gut Titelgedanken. So. Ja. Aber mir ging ja zum Beispiel Angelika Waller nicht mehr aus dem Kopf. Es war auch ihre so ziemlich erste, also die erste Hauptrolle, was glaube ich, wenn es gesehen vorher ein paar Fernsehfilme, hat die IMDb gesagt und ja. Und dann gibt es ja, finde ich, aus meiner Sicht einen sehr speziellen Film von Frank Beyer von 89, Der Bruch, wo sie mit Götz George zusammen spielt und da denke ich so, ja, das ist doch gut und ich weiß, du wirst auch glücklich mit Gangstern und Knarren und Peng Peng. Da geht noch so einiges dieses Jahr und ich hoffe, ihr seid da fleißig weiter dabei. Ja. Wenn ihr manchmal denkt, das war jetzt aber kurios, ein Märchenfilm aus der DEFA, habt ihr nicht nochmal was aus Hollywood? Guckt bitte immer mal ins Archiv, da haben wir noch so einiges parat, das habt ihr bestimmt noch nicht alles gehört. Du, wir können ja auch machen, das müsstest du dann im Auge behalten, der bei der nächsten iTunes-Rezension, der darf sich einen Film wünschen. Nein, stell dir mal vor, es haben sich schon Leute Police Academy 7 gewünscht, weißt du, wir müssen aufpassen. Naja, ich kann es nicht verantworten, das können wir nicht versprechen. Aber was wir jetzt, das ist ja nochmal ein schöner für einen Rausschmeißer. Leute, falls ihr denkt, es gibt jetzt noch irgendwas Substanzielles so über Filme, das läuft jetzt so langsam aus und ein paar Minuten ist auch Feierabend heute, aber das hat ja öffentlich getwittert, der darf seinen Namen auch sagen. Ich weiß nicht, ob das ein richtiger Name ist. Der Walter Weid hat getwittert. Und er hat gesagt, er könne sich vorstellen. Natürlich ist Walter White sein richtiger Name. Ja. Ja. Was soll ich denn sonst heißen? Das liegt ganz nah. Ist das eine Filmfigur, die ich gerade nicht schnalle? Breaking Bad ist das. Wirklich? Oh Gott. Fernsehserien. Oh Gott, ich bin so ahnungslos. Jetzt verstehe ich sein Bild auch. Oh Gott. Wirklich, leider. Langsam ahnt ihr, warum wir uns die ganze Zeit mit alten Sachen beschäftigen. Weil ich habe davon den neuen Kram gar keine Ahnung mehr. Und kommt mir gerade vor wie 66. So, was hat er denn getwittert? Der hat getwittert, dass er Second Unit, Vrind und noch zwei Podcasts, die mir jetzt leider gerade nicht einfallen. Und die Wiederaufführung, die wird er total gerne bei Patreon unterstützen. Ach ja, hier Enough Talk hat er auch mit erwähnt. Da denkt man natürlich, ja, das darf man sich ja eigentlich nicht zweimal sagen lassen, wenn die Leute einen jetzt quasi schon, kann ich bitte irgendwo mein Geld überweisen? Und ich musste daran jetzt denken, weil du das gesagt hast, mit hier, ihr schreibt dann was, also der Erste, der irgendwas getan hat, der kriegt dann was von uns so. Ne? Da musste ich so an dieses Prinzip denken, dass Patreon lässt euch ein Abo abschließen. Könnt ihr zum Beispiel $1 jeden Monat bezahlen und der Podcast
Podcast, der sowas anbietet, schlägt euch denn vor, na, wenn ihr das 6 Monate lang gemacht habt, dann dürft ihr mal das und das oder ihr kriegt eine Postkarte oder und du weißt nicht, ich muss das unbedingt jetzt mal öffentlich machen. Ich schwitze immer nur, wenn ich nur daran denke, noch weitere Verpflichtungen einzugehen. Ich bin so froh, dass wir jede Woche brav diesen Podcast hier abliefern. Bin gerade auch wirklich sehr froh, ich habe das jetzt gemacht. Also das hätten wir vielleicht noch besprechen können, aber jetzt machen wir alles öffentlich. Diese generöse Spende ermöglicht nämlich, dass man einfach im Vorhinein und dadurch ein bisschen billiger den Webspace bezahlen kann für ein ganzes Jahr. Und dadurch ist das Geld auch wirklich da angelegt, wo es hin soll. Und es gibt nicht dieses hässliche Wegtröpfeln, wenn noch 2x Netflix abbucht. Weiß ich gar nicht mehr, wo das ganze Geld hin ist. Also das heißt, es ist eigentlich ganz schön zu wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, wie ihr, liebe Zuhörer, dafür sorgen könnt, dass wir nicht noch was draufzahlen, sondern einfach plus minus null, also quasi reinquatschen ins Mikro und sonst haben wir keine Kosten. Und zwar per PayPal. Und das PayPal. Ist nicht das Patreon, Spenden. Sondern PayPal. Und das findet ihr auf unserer Webseite. Ja, aber ich finde, wir sollten denn schon Patreon machen, nur ohne diesen Bonus-Scheiß. Oder was? Mhm. So. Cool. Oder Max, ich finde, wir müssen uns sehr genau überlegen, was wir den Leuten anbieten, weil also ich keine Ahnung. Ja, also ihr habt natürlich jetzt die Gelegenheit, wenn ihr das jetzt so hört, naja, ich würde schon mal ganz gerne, das lasst uns, inspiriert uns, ja. Aber ich habe wirklich ganz furchtbare Angst davor, immer nachzugucken. Der hat jetzt schon 6-mal überwiesen und der darf jetzt, Max, musst du ihm jetzt eine Postkarte schicken? Nein. Also, wir lassen uns gerne unterstützen. Wenn es zu Patreon kommt, lassen wir euch das auch wissen. Gibt da auch schon im Hintergrund eine Seite, die so vor sich hingammelt, aber noch nicht öffentlich geschaltet ist. Vielleicht machen wir das jetzt zum nächsten Mal. Ja, und sonst ist der PayPal-Button auf unserer Webseite, wo ihr uns sehr, sehr gerne Kommentare hinterlassen könnt und eure Meinung, eure Ansichten und welche Märchenklassiker wir noch besprechen müssen auf jeden Fall. Oder aber nicht 50 Euro überweisen und sagen, ihr müsst den jetzt besprechen. Das geht nicht. Vielleicht doch. Ja. nein. Wie viele Euro müssen es sein, Max? Vorsichtig. Ja. Genau, also wiederaufführung.de, völlig überraschend, und facebook.com/wiederaufführung, da sind wir auch zu finden, da ist immer eine lustige Bilderparade. Bei Twitter @wiederaufführung und wie gesagt, bei iTunes freuen wir uns auch immer ganz doll über Rezensionen. Ich komme da immer nicht mit klar, diese Charts zu finden, Christian, muss ich mir nochmal von dir einen Link oder so schicken lassen. Aber wir sind gut dabei, glaube ich, gerade. Bei TV und Film in Deutschland waren wir zwischendurch mal auf Platz 150, nicht schlecht, ne? Und jetzt kommt ihr. Ja. Aber es ist wirklich völlig undurchschaubar, wie das klappt. Also ja, es hat offenbar nicht nur was damit zu tun, wie oft was runtergeladen wird, sondern wie oft auch die Seite auf iTunes besucht wird, wie viele positive Bewertungen, und angeblich guckt iTunes sich auch an per Algorithmus, welche Worte bei der Bewertung benutzt werden. Mit Sicherheit. Ja, also immer toll, super, geil, regelmäßig. Besser als. Beste Seite des Universums. Ja. Weltbeste Qualität. Mhm. Ach, du. Ja, lass uns mal lieber klein bleiben. Genau. In diesem Sinne sage ich, schaut Filme, so wie wir das jetzt wahrscheinlich machen werden, und uns noch Der Bunker geben. Ja, aber wir sind noch gut in der Zeit. Das ist gut. Ja. Und denn, ja, ne, also nächste Woche erzählen wir euch dann kurz was zum Bunker. Oder auch nicht. Ja, wahrscheinlich. Also, in 7 Tagen geht es schon wieder weiter. Bis dahin. Ciao. Tschüss.